Hallo, mein Name ist Lars Leseberg und mein Team und ich, wir freuen uns auf Sie. Tanzen ist das schönste gemeinsame Hobby, welches man ausüben kann. Und es ist einfach auch ein so schön geselliges Hobby, weil man auch immer wieder auf neue Menschen trifft in einer netten Freizeitatmosphäre, was einem einfach mal den Alltag vergessen lässt. Generell machen wir aus zwei linken Füßen immer einen linken und einen rechten und wir versuchen einfach durch eine lockere Atmosphäre jedem Tanzmuffel die Angst zu nehmen, sich auf ein Parkett zu bewegen, denn häufig ist es nicht die Lustlosigkeit, sondern eher die Angst vor der eigenen Blamage. Wir haben ein monatlich zahlendes System, indem man dann monatlich seinen Beitrag an uns entrichtet. Und darüber hinaus haben natürlich die Kursteilnehmer eine viel größere Auswahl an Kursen. Es ist nicht mehr so, dass man nur noch einen Tag in der Woche tanzt, sondern man tanzt wirklich, wenn man es sich zeitlich einrichten kann, 7 Tage in der Woche. In der Tanzschule Leseberg kann man tanzen lernen von 3 bis 80 Jahren. Das heißt, wir haben für jede Altersstruktur mit was dabei. Das geht mit den Kleinsten los, mit spielerischen Kinderliedern. Dann ab 5. oder 6. Lebensjahr kommen die ersten Choreografien zu einfachen Liedern, so wie man das vielleicht aus dem Cluburlaub kennt. Da gibt es ganz groß Dance for Fans, Tanzen wie die Stars. Das ist ein Produkt des Adelphi House, was natürlich ein Oberrenner ist. Wer wollte nicht schon mal so tanzen wie Justin Timberlake? Steppen ist mit dabei. Das ist auch immer eine schöne Sache, die man alleine ausüben kann, einfach um mal richtig Krach zu machen mit den Füßen. Es ist immer schön, wieder dabei zuzusehen, einen Cha-Cha-Cha zu den Charts zu tanzen mit Turnschuhen und Jeans. Das heißt, die Jugendlichen kommen zu uns auch genau in der Klamotte, in der sie sonst auch in ihre Freizeit starten. I view the morning with such alarm. British Museum had lost its charm. Und im Erwachsenenalter ist es natürlich das Nonplusultra. Viele kommen einfach, um ihren Hochzeitstanz vorzubereiten und bleiben dann irgendwie doch hängen, weil es ihnen auf einmal mehr Spaß bereitet, als sie eigentlich vermutet haben. Und sehr viele Paare machen das selbstverständlicherweise auch zu ihrem Hobby, weil sie gemerkt haben, das ist eine schöne Sache, die uns verbindet. It's very, very extraordinary. It's even more than any. Wer tanzen lernen möchte, kann in jedem Alter kommen und einsteigen. Es ist nie zu spät. Viele denken, auch jetzt ist es zu spät. Das sehe ich genau nicht so. Es ist immer eine gute Möglichkeit, sich selbst fit zu halten. Und Tanzen ist eine Sache, die belebt Körper und Geist. Und das in jedem Alter. Es ist halt schön, dass man hier so viele Freunde trifft und neu kennenlernen kann. Ja, wir haben hier eine neue kleine Heimat, sagen wir mal, gefunden. Es ist hier nicht steif, es ist irgendwie alles ganz locker und lässig und trotzdem lernen wir was und das macht unheimlich Spaß dabei. Wir wollen Spaß haben, wir wollen gemeinsam was machen. Und Tanzen ist eigentlich das Einzige, was man auch bis ins hohe Alter gemeinsam machen kann. Lars ist irgendwie locker drauf, nett und auch ein guter Lehrer. Ich finde, er ist total lustig, es bringt total Spaß, hier bei ihm in die Tanzschule zu gehen und ich würde es jedem nur empfehlen. Mein Ziel ist es eigentlich,
dass jeder kommt, einen schönen Abend verbringt und selbst wenn er an diesem Tag nicht sehr viel gelernt hat, weil er gesagt hat, für mich ist heute mein Ziel schon erreicht, dass er nach Hause geht und sagt, es war einfach wieder schön.